Kuckuck. Und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Zack Zocks. Was ich für euch. Das letzte Mal sind wir hier. Herzlich willkommen zu Jack Zock Gothic. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir versucht haben, uns ins neue Lager zu beamen. Schon wieder. Da habe ich gesagt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Entweder brauchen wir eine Stunde, um sich dort rein zu teleportieren in das neue Lager, aber ich habe keine Lust, hier eine Stunde zu warten, bis der endlich mal sich bequemt hat, loszuteleportieren. Und daher habe ich mich hier dazu entschieden, den kürzeren Weg zu nehmen. Zu laufen. I'm walking. So. Ich hätte natürlich offscreen, also ohne dass ihr hier zugucken könnt, dorthin trampeln können, aber ihr sollt bei jeder Sekunde und Minute dabei sein bei diesem Abenteuer. Ich will hier nichts verfälschen. Extra für euch. Es ist nicht so, dass ich keine Lust hätte, offscreen drin zu trampeln, aber wie gesagt. Das Ding hier soll eine ganze Nummer sein. Und ihr sollt ja nie irgendwie. Ach, das hat er offscreen gemacht. Das hätte ich gern gesehen. Und ach. Oh, jetzt schlafen wir erstmal bis zum Frühstück hier. Bevor uns hier die Finsternis ereilt, wenn wir hier zum neuen Lager trampeln. Wir trampeln jetzt zum neuen Lager, wie gesagt. Dort geht man dem. Wir müssen ja nicht nur bis zum neuen Lager, wir müssen sogar bis zur Mine hinter. Sogar in die Mine, sogar ganz tief rein dort in dieses Ding. Um dort unser Ulumunu abzuholen. Wir sollten jetzt alle Teile dafür haben. Und die Gottmuthaie dort hinten, die waren keine Gottmuthaie, ne? Die Faxen habe ich denn ausgetrieben. Die waren eigentlich ganz gut zu machen. Wir haben Hörner von Schattenläufern, wir haben Trollhauer, wir haben. Flammenzungen. War eine heiße Nummer. Wir haben diese Szene von Sumpfhain und um ganz sicher zu gehen. Erstmal neuer Speicherplatz für jeden Mist hier abspeichern, bevor hier Kunst Gothic hier wieder von der Kante gibt. So. Gucken wir mal nach. Jetzt haben wir die ganzen Schwerter hier, die wir dem Dienst abgenommen haben, den Schmied hier. Ja, das war ein bisschen fiese Nummer von mir, gebe ich zu, aber. Was wollte ich jetzt gucken? Genau. Wo haben wir den ganzen Krempel hier? Meine tägliche Ration abholen? Will ich die haben? Ach was. Sumpfhai-Szene. Da können wir mal jetzt noch ein Molo draus machen. Hier, Troll von großes Troll, natürlich. Hauer von großes Troll. Dann haben wir hier die Lurkout brauchen wir fürs Ulumulu. Eine Flammenzunge. Wo eine? Wollen wir uns noch mehr holen? Der hat nicht gesagt, dass wir zwei brauchen, aber dann nehmen wir jetzt eine mit und fertig. Muss reichen. Wir sind da ja nie von Buckelbach. Vielleicht begegnen wir unterwegs ja ein paar Tiere, die wir töten können. Eigentlich ist das die ganz traurige Nummer von den Tieren, die hier rum. Die sich hier befinden, die man hier töten kann, um mehr Erfahrung zu kriegen. Ich meine, die leben doch nur ihr Leben. Die haben niemandem etwas getan. Und wir kommen hier hin und metzeln die Dinger einfach ab. Bin ja gespannt, was wir heute hier in der halben Stunde hier zum nächsten Kapitel schaffen. Kriegt man endlich eine neue Rüsse. Eine neue Rüstung. Eine neue Rüsse. Ich wollte solche Begrüßungen oder solche anderen Namen eigentlich nicht unbedingt großartig hier verbreiten, aber Rüsse, wenn du das
sehen solltest hier, wenn du dich auf herabbegeben solltest, dir mein Zeuge anzugucken und den Begriff Risse hörst, dann möchte ich dich an dieser Stelle ganz toll grüßen, Herr Ichberg. Keine Angst, ich werde dir deine Dinger hier klauen und sorgen, die waren auf meinem Mist gewachsen. Risse, das ist so ein Satz, was der Herr Ichberg immer zu den Rüstungen sagt. Wie gesagt, das ist nie auf meinem Mist gewachsen. So. Und ich hoffe mal, damit ist der Erklärung Genüge getan, wo Risse herkommt. Wo er das wiederum her hat, keine Ahnung, musst du ihn selber fragen. Ja. Und wir trampeln jetzt erstmal hier in das alte Lager, nicht? Habt ihr schon mitgekriegt, dass ich mir auch einen Namen für das alte Lager ausgedacht habe? Afterlager. In dieser Runde ist das das Afterlager. Kommt ein bisschen spät, ich weiß, aber. Aber wie gesagt, da drin wird auch noch kassiert. Wir kriegen auch noch ein paar Events auf die Nüsse. Jeder einzelne. Egal, ob am zweiten Teil wieder quietschvergnügt durch die Gegend läuft oder nicht. Hier in dieser Sache hier haben sie alle das Einfachste verdient, was sie kriegen können. Den Tod. Also, ich habe schon mal gesagt, aber ich habe ja sogar schon mal überlegt, das originale Gothic zu spielen danach hier. Und nicht in die Nacht des Raben, aber. Ich will die Nacht des Raben, ich will das Zeug einfach drin haben. Wie ich schon mal gesagt habe, ich werde dann an diversen Stellen dann hier explizit darauf eingehen. Die Unterschiede, weil wie gesagt, ich habe das Original gespielt, bevor Nacht des Raben überhaupt rauskam. Und wo ich Nacht des Raben dann gespielt habe, war das. Ich meine, wie gesagt, ich kannte ja Gothic 2. Die Nacht des Raben, die Sachen, die da reinkamen, die waren halt zusätzlich. Ich habe das auch gemerkt, ich habe das gesehen, ich habe das alles erlebt. Viele von euch nicht, weil viele von euch haben Gothic erst entdeckt, da war der dritte schon lange draußen. Wenn nicht sogar Risen. Genug hier alles doppelt und dreifach zu erzählen, jetzt doppeln trampeln wir zum alten. Alten. Aber ich will mich korrigieren mittlerweile mit den weiteren Besteuerten, ja. Wir trampeln jetzt zum neuen Lager, aber erstmal gucken, ob der immer noch so eine Angst vor uns hat hier. Guck. Guck. Kein Problem. Es gibt kein Problem. Es kommt darauf an, ob du noch was einstecken hast für mich. Aber ich bin ein friedlicher Mensch. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter hier. Ja. Letztes Mal habe ich mich ja so ganz ausschweifend über Gothic 5 und so weiter unterhalten mit euch. Ob das nun jemandem negativ aufgestoßen ist oder nicht. Keine Ahnung. Selbst wenn, kann ich auch nichts dagegen machen. Will ich auch gar nicht. So, und gleich sind wir hier. Ach, ich wollte doch hier einen Rennetrank nehmen. Verdammt nochmal. Ja. Nächste, ja, 45. 45. Ich hoffe, wir schaffen es wirklich noch ins nächste Kapitel, ja. Ob Gorns abstrakte Kunst noch in der Mine steht? Wer sich die Folge Mine in Kessel angeguckt hat, wird wissen, was ich meine. Er hatte nämlich beim Eingang zur freien Mine, also innerhalb der Mine, hatte da so ein richtiges Kunstwerk gebaut. Ich habe das Ding auch vorher noch nie gesehen. Da kommen wir gleich an unserem Kumpel Lefty vorbei hier. Die allgemeine Haltung gegenüber solchen Typen wie Lefty ist ja klar. Die ärgern den und stechen den vielleicht sogar ab, aber das ist mein Freund, das sind alles meine Freunde hier im Lager. Allesamt, ja sogar Gorn.
Nur die Wassermagier sind ein bisschen überheblich. Ich will nicht mit so einem Hass anfangen wie hier andere Leute, die hier das Ding schon mal gespielt haben, hier so einen Hass zu schieben auf die Wassermagier, aber ein bisschen ganz dicht sind die trotzdem nicht. Muss man ganz ehrlich zugeben. Meine, wer Sator rast dann gerade im zweiten Teil nach des Raben, dann. Nee, das geht wirklich nicht. Cool. Und übrigens, ich habe hier die Fokusse geholt. Warum haben da der sich die jetzt eingesteckt? Ich fühle mich ganz nackig hier, ohne die Fokusse einzustecken zu haben. Das ist ja widerlich. Ich will meine Fokusse wieder haben. Aber die kriege ich noch wieder. Einfach lass dich drauf. Und dann damit wieder für euch zu buckeln, ihr Arschgeigen. Laufen wir mal hier lang. Der Gott. Der Gott. Ich finde das so witzig. Der Held fragt ja, wo sie die Mine zurückerobern wollten. Ja, das hätte ich damals eigentlich schon sagen sollen. Eine Eroberung für eine Zurückeroberung mit 4 Mann? Nein, 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 mein Freund, du liegst falsch. Eine Rückeroberung mit 2 Mann. Und ganz genau genommen nur mit einem, sondern mit mir. Der Gorm, der ist so doof in der Mine, den braucht man gar nicht. Der kann daheim bleiben, der kann wieder sich vor seine Hütte stellen und seine Knochen essen. Also hier hinten, die ganze Ecke hier, da wäre auch so viel Platz gewesen für noch mehr Content. Platz für Modder. Aber es gibt inzwischen so viel Gothic 1 Mods. Gothic 2 natürlich mehr, weitaus mehr. Aber wie gesagt, hier hätte man auch noch was entpacken können. Hätte, aber hier hinten haben wir jetzt das Dorf in Kessel, der Mine in Kessel. Das reicht ja auch zu. Na, gehen wir mal runter. Wäre mal gespannt, ob man beim Wechsel in die Ladezone, also in die alte Mine. Ich will bei einer alten Mine, in eine neue Mine. Ach, sag mal. In die Mine. Ob man da wieder hier abschmieren oder nicht. Oder Schlurfer hat noch Sachen für mich dabei. Da liegt noch einer der Sachen für mich dabei hat, oder? Ja, der Gradist. Ja, der hat noch 10 Erz und einen Apfel, ey, weißt du. So, speichern. Gorn. Hallo. Was machst du hier? Rumstehen. Bis später. Ey, den Hals rum. So, rein hier. La la la, la la la. So. Ich mache hier drin gleich nochmal. Oh, komm, mein Kumpel hier. Hallo. Wo ist denn dein Dir? Jemand hat deinen. Komm mit. Ach, das ist doch drin, dass der hier stehen Bis bleiben soll. später. Später, ja. Ja, die abstrakte Kunst ist weg. Und jetzt gehen wir gleich hier unten lang. Leitern, wer braucht schon Leiter, wenn man runterspringen kann? Der Weg nach unten ist immer frei. Brauchen wir aber hier wieder. Ich habe das übrigens mal mitgekriegt mit den Fackeln. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt und euch da schief gelacht habt über mich. Ich werde da gerne machen, ich lache mich selber so schief drüber. Das war in der alten Mine, das war in der Mine unten bei dem Ork, ja, bei Darok, war es genauso. Ich suche hier im Inventar eine Fackel, um die anzumachen, damit ich hier Beleuchtung habe. Und was ist? Eine leuchtende Fackel liegt direkt zu meinen Füßen. Das ist mir in der alten Mine so passiert. Das ist mir hier so passiert. Vielleicht passiert es mir auch noch mal ein drittes Mal. Wie gesagt, das war nie Absicht. Das ist doch keine Absicht hier irgendwie hier sowas. Oh, guck mal. So, leg die jetzt hier hin, die nehme ich dann wieder mit. Sehe ich denn dort unten schon?
War da noch einer? So, jetzt nehmen wir die wieder mit. Wir haben hier nämlich einen. Wir brauchen nicht im Inventar einen nehmen. Ist das schon der? Minekravler. Ich erinnere mich, dass wir zwei waren. Ja, das war ja. Och Mensch, komm her. Bis vor 2 Sekunden habe ich dich noch für einen schlauen Minecrawler gehalten. Was du gesehen hast, was mit deinem Kumpel passiert ist und dass du abhauen wolltest. Entkommen wärst du mir zwar sowieso nicht, aber der Versuch. Der Versuch, vor mir abzuhauen, hätte davon gezeugt, dass du Respekt vor mir gelernt hast, weil ich deinen Kumpel gerade erschossen habe. Ja. Vielleicht war es auch dein Bruder oder deine Schwester oder deine Mutter. Vielleicht war es auch ein krimineller Minecrawler, man weiß es nicht. Dass die jetzt froh sind, dass ich ihn abgeborgst habe. Jetzt heißt er wieder Orksklave. Später oder. Mal steht Orksklave da, mal Tarak. Komm hier. Steh gefälligst auf, wenn ich mit dir rede. Ja. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Tarok immer schlafen. Wo sein Ulumulu? Das ist Hammer. Ja. Wunderbarer Götterhammer für Golems. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Hier haben wir noch einen Hammer. Ja, jetzt wo wir den Scheiß nicht mehr brauchen, haben wir da einstecken. Ja. Ulumulu. Gehen wir mal mit Ulumulu raus, damit wir vom Gorn angeben können, was der Ork jetzt hier gebastelt hat. Mal sagen, gehen dann hier Gorn, sowas hast du nicht. Wo ging es jetzt runter hier? Vorsicht, Vorsicht. Wir wollen hier uns nicht verletzen. Wo ging es jetzt hoch? Noch nicht. Hier hinten ging es hoch. Das ist eigentlich auch irgendein krass gemacht hier. Das ist typisch Piranha-beißendes Level-Design. Den anderen Weg, da kriegt man gefühlt durch die ganze Mine. Und hier, praktisch hier, gut, der Abgrund ist dazwischen, aber hier praktisch direkt unterm Eingang fast schon, sitzt der, zu dem wir wollen. Es ist wie im zweiten Teil, wo niemand so richtig mitgekriegt hat, dass Xardas Turm direkt neben dem Pass zum Mindal steht. Was man auf der Karte, wenn man die Karte aufklappt, eindeutig sieht. Aber so, daran denkt nie jemand. Und so sind sie alle erstaunt, dann, wenn dann irgendwo, wenn sie es dann mitkriegen. Wo komme ich denn jetzt wieder hoch? Leiter? Leiter. Wo ist die Leiter? Bin ich blind schon wieder hier oder was ist? Hier muss es doch. Hier gab es doch eine Leiter. Hier. Ja, andere Seite. Leiter, Leiter. Wollen wir dem Gorn mit dem Ulumulu-Paar auf die Nuss hauen? Nee, bringt uns eh nicht viel, der ist unsterblich, aber. Nur für das Gefühl. Dann müssen wir aber wieder neu laden und mit der, damit rechnen, dass das Spiel hier abkippt, aber. Nee. Ja! Was ist das denn? Willst du mich verarschen oder was ist das hier? Was machst denn du hier die ganze Zeit? Ja, und jetzt hier verschwinden, du, sag du!
Jetzt, ich trampel hier durch die ganze Weltgeschichte, damit ich hier Ulumulu kriege. Und du hast ins Einstecken und bastelst hier irgendwelche Aufspießdinger hier, damit ich hier dagegen laufe und mich hier, ja, mir alles aufreiße hier. Vor allem hier, guck mal, schön in Sackhöhe. Wenn ich hier drauf springe, dann ist alles weg. Oh. Oh, mein Freund. Das letzte konnte ich ja noch als Spielerei verstehen, aber das hier. Wenn du wirklich willst, dass unsere Freundschaft an der Stelle endet, dann sag Bescheid. Ja, guckt euch das Kunstwerk an. Hier wieder dasselbe wie vorhin, aber nicht so mit dem Schwert, sondern mit dem Ulumulu hier hat er eins geklaut. Ulumulu, guckt euch das an. Armbrust und Ulumulu hat er hier zusammen gesteckt und in die Erde gerammt. Damit ich mich hier wieder aufspieße. Was das nächste Mal sagst du Bescheid, bevor ich hier meine Hacken wund renne, mir ein Ulumulu besorge, während du ins Einstecken hast. Du gehörst eigentlich ins alte Lager, dort gehörst du hin. Ah? Lass uns jetzt noch das Spiel runterfallen hier. Nein. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Ja. Sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Da habe ich mir aus dem Hintern gezogen, du Eierkopf, du. Bis später. Kapitel 5. Was? Die Hüter des Portals. Scheiße, jetzt habe ich die ganze Szene versaut. Nee. Hat der so einen Scheißdreck Einstecker, hat dann nichts Besseres damit zu tun, als dort unten Kunstwerke zu bauen damit. Gorn, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin sowas von enttäuscht von dir, wirklich. Ich hätte mehr von dir erwartet. Hey. Bison, hier, komm. Oh. Ich habt ihr sowas schon erlebt, dass der solche Kunstwerke da drin baut mit Sachen, die ich hier suchen muss? Dann solche Sätze hier. Ist interessante Orkstandarte. Der will mich aber wirklich verkohlen, ne? Nee. Ich kann nicht immer dieser verdammte Gorn, der hat ja, der kennt ja. Das ist, wenn ich ja. Ich geh dort rein und ich. All meine Sachen und dann kann ich ja. Und dann hat er das bei und baut Kunstwerke und das kann ich einfach nicht. Ich komme darüber nicht weg. Es sind immer diese Forscher rein hier und immer wenn ich allein komme, dann komme ich hier ins Wilsen und dann hat dieser Sack dort hier ein bisschen einstecken, wenn ich ihn suchen muss und dann gehe ich runter und mache die ganzen Blöde für den Blatt und dann aufspießen und dann will er mich, dass ich mir hier die Eier aufreiße und keine Kinder mehr kriegen kann. Vielleicht auch neidisch, ja, das ist. Kann so einfach nicht. Ich müsste darüber mich pausenlos aufregen. Ich könnte mir einfach immer aufhören zu quatschen bei dieser Scheiße, dass der ja mehr da gar nicht. Alle sagen, der ist so ein guter Kumpel. Wenn er der ist. Nee, der baut doch hier mal Fallen vor das Tor. Kunstwerk, ihr denkt ja, der macht was Tolles hier. Guck mal, was ich gebaut habe. Macht mir klar hier Telorg-Standard. Und dann ja von wegen, ja, da selber so einen Scheißdreck einstecken. Deshalb wusste der von dem Barock dort unten, dass er von dem befreiten Orksklaven. Ja, der wusste, dass er selber schon unten war. Während ich in der Weltgeschichte rumgerannt bin, den Mist geholt, hab ich so runtergerannt, der gibt mir Ulumulu, damit ich hier basteln kann. Und, ey, das kann ich einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich muss mich irgendwie abreagieren. Ich kann einfach langlaufen. Ich schmeiß mal erstmal die Fackel weg hier, bleib mal stehen hier, Fackel weg. Und mal mein Ulumulu raus. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier. Nee. Dieser Gorn, verflucht doch mal. Gehen wir mal zu Wolf. Hab ich irgendwas gesagt? Nö, bevor wir da quatschen, das übliche. Abspeichern. Gorn baut Kunstwerke. Jo. Ja, mit der Rüstung. Ich habe einige der Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Zu wenig. Das reicht nicht für eine ganze Rüstung. Bring mir mehr von diesen Platten. Ja, bring mir mehr. Geht das deinem Kumpel da sagen, der hat Kunstwerk gebaut? Der hat den ganzen Tag nichts zu tun. Bogenstufe. Nee. Ich suche.
Hey. Ach so. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke. Du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Oh. Wie komme ich an Fälle und heute? Ist scheißegal, weg hier. Oh. Wie lange ist das hier in der Barriere? Ja, gut. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Manche haben eben gar nichts. Das Ding packen wir jetzt erstmal wieder weg hier. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Dann machen wir die Haue hier raus. Ich hol mir die Rüstung, das ist schon das zweite Mal, weil das bei dem Ding war es schon so. Ich hol mir den Scheiß und zieh's nicht an, ja. Bitteschön. Hier, meine Minecrawler-Plattenrüstung. Guckt euch die an. Versucht es auch von vorn. Es ist doof, dass man Helden ja nicht so direkt von vorne sehen kann, außer wenn man in den Dialogen drin ist. Oh. Jetzt weg hier von dem Lager, die werden mir langsam unheimlich. Sollten wir nochmal mit Satura sprechen, aber nee, denn sein Raum ist auch verflucht. Ich hoffe wirklich mit... Sardas funktioniert, Sumpflager funktioniert. Ich hoffe bloß in im Guten, dass das alte Lager dann auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass dort Leute rumstehen, so viele, aber auf dem Tempelplatz stehen ja so viele Leute. Oder wegen dieses wilde Renderer, dieses. Dort fliegt ja auch so ein Glitter hoch, so ein Glitzer oder was das ist. So ein, beim Saturas. Ob der sich daran stört, der Renderer oder was, dass der so ewig braucht oder. Keine Ahnung. Aber wie ihr gesehen habt, wir haben es dreimal versucht. Aber. Ich werde es nicht nochmal probieren. Bringt nichts. Ob ich euch hier die Klappe zu mache? Nö. Jetzt. Ohne lang drum rumzureden oder um hier drum zu kämpfen, gehen wir jetzt einfach mal. Nein. Noch nicht. Erst, bevor wir in den Ork-Tempel gehen, gehen wir jetzt zum Kollegen dort, der bei dem. Opio hieß er, der bei Kavalon rumsteht. Der kann jetzt. Naja, jetzt müsste er eigentlich die letzte Armbrust haben. Die hole ich mir jetzt. Ich hole mir jetzt eine bessere Armbrust. Aber ich glaube, so weit werden wir nicht ganz kommen. Denn wir sind schon in der. Wir haben die Folge schon wieder so gut wie rum. Also ist jetzt zwar mehr rumgetrampelt, als dass wir was gemacht haben, aber wir haben ja die das Ulumuno gekriegt. Wir haben ja die Minecrawler-Rüstung gekriegt. Ja, wir haben tolle Sachen gekriegt. So. Jetzt stellen wir uns gleich richtig protzig vor den Gardisten dorthin und zeigen hier, wir haben eine bessere Rüstung als du, wir haben eine bessere Waffe als du. Aber er hat eine bessere Armbrust einstecken als wir haben. Ach, hier sind ja wieder Tiere aufgetaucht. Ja. Ich hätte auch Angst vor mir. Da unten steht er. Dort gehen wir jetzt hin und holen uns Armbrust, aber wartet, dass man Bild stillstehen lassen, sicher weiß man ja nie. 45. So. Und damit sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen, danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht lasst ihr mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich super freuen, wäre ganz toll. Ja, könnt mich ja weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Und damit sage ich für diese Folge auf Wiedersehen.